Pascal Michel, ist ein sehr deutliches Ergebnis gegen Deutschland gewesen. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich habe es nicht immer so deutlich erlebt, ehrlich gesagt. Also das Resultat jetzt am Schluss ist schon recht deutlich, aber ich habe das Gefühl, dass wir sie immer überlegen waren, aber sie hatten doch auch ein, zwei Chancen gehabt, wo wir nachlässig waren in der Defense. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt auf nächste Woche abstellen. Du sagst, es gibt noch Verbesserungspotenzial nach oben, obwohl wir jetzt 3 Spiele und 3 Siege haben. Wo genau gibt es denn noch das Verbesserungspotenzial? Ja, jetzt heute habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen überall verteilt. Also eben ein paar Nachlässigkeiten, hintere Defensive, vielleicht Blocks, wo wir mehr nehmen, dass sie nicht zu gefährlichen Schüssen auf unser Goal kommen. In der Offensive sicher die Effizienz. Die war zwar heute recht gut gewesen, hat man aber in den ersten 2 Spielen ein bisschen gesehen, dass man dort sicher noch daran arbeiten kann. Ja. Wir haben jetzt 2 Tage Pause. Wie wirkt sich das auf den Spielrhythmus aus? Ist das eher gut oder ist das eher negativ? Nein, ich denke, es ist sicher gut, dass sich jetzt wirklich der Körper mal so richtig erholen kann, mal wirklich runterfahren, dass man dann am Donnerstag wieder wirklich von 0 auf 100 auffahren kann. Wunderbar, merci vielmals. Merci.